Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Horse Life 2, Freunde für immer. Part 4, glaube ich. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn nennen werde. Werdet ihr ja sehen. Also den Untertitel. Gut, dann gucken wir gleich mal. Oh ja. Gut, erstmal ein bisschen Training. Wir müssen ja hier die ganzen Diplome schaffen. Zirkel. Oh, ich hasse Zirkel. Zirkel ist echt scheiße. Los. Hopp. Da muss man da ganz viele Punkte. Oh, geschafft. Im Galopp geht's noch schneller. Gut, dann fangen wir mal an. Ohne zu scheitern, hoffentlich. Die hat auch einen viel zu großen Sattel. Die passt da gar nicht. Also die ist zu klein für den Sattel. Nicht so schnell, nicht so schnell. Ich kann jetzt gerade nicht so viel reden, weil ich den Zirkel sehr hasse. Sehr, sehr hasse. Und ich sitze auch gerade voll unbequem, ey. Und ich nehme das alles vom Handy auf. Allgemein kann man DS sehr schlecht aufnehmen. Also wenn man DS-Spiele jetzt spielt, geht ziemlich schlecht. Computer geht am besten. Wii, naja. Geht so. Also ich habe gar keine Wii. Und Dings. Computer darf ich schon leider nicht ran, sonst könnte ich Sims Let's Playen. Ja. Könnte man. Gut. Gut, dann machen wir jetzt mal noch. Dim. Diagonale und dann 180 Grad Wendung und dann bin ich beim Anfänger durch. Dann könnt ihr noch das erste Diplom sehen. Ich weiß nicht, ob jetzt noch in der Folge oder in der nächsten. Also eigentlich so der Sinn des Spiels ist eigentlich schon ganz okay. Also es hat schon eine eigentlich ganz gute Story. Nur ist es eben mit der Zeit langweilig. Es steht bei mir eh nur in der Ecke. Ja. Ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt. Also die Story ist jetzt so zum ja, also man muss eben die Wettkämpfe und so gewinnen und da reist man dann eben. Also es ist nach Amerika, dann verkraftet das Pferd den Flug und so nicht gut. Und dann wird's krank. Ja, dann muss man in Afrika, muss man dann eben ein Turnier gewinnen, damit man genug Geld hat. Dann wird es eben appariert, aber das bringt auch nichts. Und dann suchen die eben heiliges Einhorn und das heilt das Pferd dann wieder. Kann dann irgendwie nicht mehr galoppieren, aber dann das Sinnlose ist irgendwie, dass wenn man dann reitet, galoppiert das Pferd. Also war jedenfalls einmal, danach ging es nicht mehr. Bei meinem ersten Mal konnte es dann galoppieren, während eigentlich jetzt es krank war. Gut, dann machen wir noch die 180-Grad-Wendung und dann kommt das Turnier. Ich glaube, wir schaffen es sogar noch in der. Bam, bam, bam. Ich höre schon die Musik. Wenn mein Querfeld ein dabei ist, was ich sehr doll mag. Ups, langsamer. Dann ist es gut. Da mag ich die Musik immer so. Die ist echt okay.
Die ist echt knorke. Ja, schreibt eben was in die Kommentare, was ich so machen soll. Ich weiß auch gar nicht, wovon ich reden soll. Dann könnt ihr ihm auch schreiben, ob ich was über mich erzählen soll und so. Oder ob ich gar nicht mehr reden soll. Geht auch. Ja. Auf jeden Fall klingt meine Stimme bei dem Video völlig anders als sie ist. Die klingt so komisch quietschig. Los, hopp, hopp. Und? Noch einmal? Oh, jetzt darf ich schon Trab reiten. Dim, 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 dim. Ihr könnt ja sagen, ob ich jetzt die Musik lauter machen soll oder ganz aus. Es gibt ja auch welche, die die Musik da nicht gefällt. Ja, gut, dann machen wir jetzt mal das erste Diplom. Ich kann auf dem Wettkampfplatz. Was machst du? Achso. Gut, Diplom erwerben. Anfänger. Mindestpunktzahl 150. Gut, dann fangen wir mal an. Dressur. Oh, ich sehe echt beschissen aus. Mann, sind das viele Leute. Manche sind noch umgeknickt. Hallo, kommt das dann heute auch nochmal? Ach ja, ich kann ja auch traben und galoppieren. Wie dumm bin ich denn? Stattdessen reite ich im Schritt lang und langweile euch wahrscheinlich. Ich kann es auch ganz profihaft machen. Könnt ihr auch schreiben. Ob ihr es profihaft haben wollt oder eher total galoppierend hier. So, dass einer kaum durchsieht. Also die nächste Folge kommt dann erst, wenn ich ein paar Kommentare habe. Sonst ist das Spiel am Ende schon wieder durch und dann schreibt er erst Kommentare. Ja, jetzt weiß ich wirklich gar nicht mehr, über was ich reden soll. Schreibt eben. Oh nein, der Zirkel. Also in echt kann man den echt leicht reiten, aber hier, der wird voll schwierig dargestellt. Nein, jetzt habe ich den letzten Punkt nicht. Ist das ein Fehler? Nein, gut. Aber sie haben nicht geklatscht. Ja, sie haben einfach nicht geklatscht. Wahrscheinlich muss ich jetzt gleich noch einmal oder überziehen. Eigentlich will ich ja die Dings immer nur 10 Minuten, aber anscheinend muss ich überziehen. Geschafft. Und das, was jetzt kommt gleich, das macht sie jedes Mal. Jedes Mal muss ich mir diesen Kack reinpfeifen. Weil es ja auch so toll aussieht. Gut, dann mache ich jetzt Schluss und wir sind...